Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind mal wieder in unserer Heimat im Schwarzwald und wir haben ein Volksauto dabei, kein Volkswagen, sondern ein BMW, nämlich den 330i Touring G21. Dieses Auto kam im September 2019 auf den Markt, ist also noch, ja, ziemlich frisch geboren, kann man sagen. Wie steht der hier? Steht hier in Oxygrau Metallic. Wir haben das 2000 Euro teure Laserlicht drauf. Wir haben das M-Sport-Paket hier drauf, auf das sich die Fans natürlich freuen, mit dem M-Sport-Differential an der Hinterachse. Wir haben kein Allradantrieb hier drin, sondern Heckantrieb. Das ist im Winter eigentlich ganz nett und eigentlich auch sonst immer, finde ich, wenn man nicht gerade in den Bergen wohnt. Ja, und was werden wir zusammen machen bei diesem Auto? Wir werden es uns außen anschauen. Was ist neu im neuen Modell? Die Limo ist ja schon länger bekannt, wird auch bei uns vorgestellt. Wir werden reingehen, das Infotainment betrachten, das Neue, die Sitze, die Rückbank, den Kofferraum. Wir werden natürlich fahren, das gehört bei so einem Fahrbericht dazu. Und vor allem bei einem BMW, weil das soll die Münchner ja ausmachen. Ja, ich werde euch dieses Auto preislich in sein Wettbewerbsumfeld einordnen. Eben alles machen, was aus meiner Sicht und dann auch hoffentlich aus eurer, wie ihr bequem zu Hause auf der Couch sitzt, dazugehört. Ja, und dann geht es jetzt auch los mit mir und, ach, übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de nicht nur hier auf YouTube, wir sind ein ganzes Team, ihr findet uns auch auf den sozialen Kanälen, um Instagram, um Facebook und ansonsten auch auf www.derautotester.de. So, und jetzt geht es auch wirklich los mit mir, ich bin der Jan, Hallöchen, und dem neuen 3er BMW. Viel Spaß bei unserem Review. Kommen wir zur Historie. Das bedeutet, ich will euch erklären, wo kommt der Dreier her, wo will der Kombi hin und wie kann man den 330i Touring in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Erstmal ging die Reise 1975 los. Als Weiterentwicklung der 02er oder 2er Reihe kam dann eben der, genau, unser Dreier auf den Markt. Ja, und dann 1981, da haben die Münchner schon den millionsten Dreier verkauft. Krass, ne? Ab der zweiten Generation gab es den Kombi. Hier steht er als Kombi. Und jetzt inzwischen, 2019, ist die siebte Dreiergeneration auf dem Markt. Das ist ein Bestseller, deswegen modernisiert man den in Bayern ständig. Ja, im März kam dann die Limo auf den Markt. Die haben wir euch vorgestellt, findet ihr auf unserem Kanal. Und jetzt im September 19 kam dann eben halt hier der Kombi oder wie man es in München nennt, Touring. Was ist neu? Der beruht jetzt wie der 7er oder eben auch wie der BMW Z4 auf der CLA-Plattform, Cluster Architecture. Das ist das, was VW auch macht. Das bedeutet aber, ja, dass dieses Auto jetzt ein bisschen größer ist, hat einen geringeren Schwerpunkt, einen Luftwiderstandswert von 0,323 zu 0,26, also der CW-Wert. Aber dann ist es natürlich so, vor allem Kombis, vor allem in der Mittelklasse, darauf stehen wir Deutschen so richtig wie auf Käsebrotstullen mit Senf zum Abendessen. Und deshalb hat auch fast jeder Hersteller was bei uns. Wenn man sich mal anschaut, Mercedes natürlich mit der C-Klasse, VW mit dem Passat, Audi mit dem A4. Die gibt es alle dann mit Limo und als Kombi. Es gibt aber auch noch die sogenannten Exoten. Den DS5 gibt es zum Beispiel noch. Also, es gibt vieles auf dem Markt, aber es gibt nur einen Dreier und den will ich euch jetzt mal vorstellen. Übrigens, wir haben hier den 330i mit 258 PS und hier draußen ist das M-Sport-Paket, auf das hier alle genauso steht wie auf, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber schauen wir uns einfach mal an. Sprechen wir über die Optik und die Verkleidung von unserem Dreier Touring. Ist in etwa genauso klassisch wie das Outfit von Sarah Wagenknecht, egal welches. Hier steht unser Dreier in der Farbe Oxygrau Metallic und, jetzt wird es sehr wichtig, mit dem M-Sport-Paket, das sehr beliebt ist, aber gleichzeitig wie viele Dinge, die sehr beliebt sind, ähnlich wie Pamela Anderson, ja, auch sehr teuer. Wenn wir die zum Wiener Opernball einladen, wird es nämlich sehr teuer. So habe ich das gemeint, nicht anders, ihr Zuschauer. So, ja, also im Sportpaket, was ist anders jetzt? Erstmal, Serie ist Advantage, Sportline, Luxuryline und das M-Sportpaket ist die höchste Ausstattung. Advantage, Basis, Sportline haben wir die Chromelemente in Schwarz, Luxuryline haben wir viele Chromelemente eben und M-Sportpaket kommt hier unten dann in der richtig bösen sportlichen Ausführung. Nämlich haben wir hier Lufteinlässe, einen anderen Stoßfänger hier unten, da Lufteinlässe. Und was haben wir dann hier noch drauf, was dieses Auto besonders macht? Genau, das Laserlicht.
Licht. Das erkennt man in den Star Wars blauen Elementen hier drin mit der schönen kantigen Signatur. Das ist ein tolles Licht, kostet halt eben 2000 Euro. Ja, und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage beim neuen Modell, beim G21, so heißt der Touring, die Limo heißt G20, was ist neu? Ja, bis zur B-Säule nichts, aber ich erkläre es euch trotzdem. Was machen die Münchner immer beim neuen Modell? Eine größere Niere verbauen. Niemand weiß warum, doch ich, weil es einfach was hermacht. Schaut euch die Niere an. Die ist riesig groß, BMW-Zeichen, sehr schön. Und wenn wir jetzt mal ins Profil laufen, will ich euch erklären, warum sind die Münchner eigentlich so erfolgreich? Was macht sie aus? Jeden Hersteller macht ja irgendwas aus. Und bei BMW ist das ganz klar aus meiner Sicht. Das ist eine klassische, zurückhaltende Optik mit einem Look, mit dem man überall hinkommen kann, selten prollig wirkt. Ja, und das schaffen andere Hersteller nicht so gut, vor allem Mercedes nicht aus meiner Sicht. Und wenn man jetzt hier mal die Felgen anschaut, 18 Zoll Felgen passen halt sehr gut zu so einem Vielfahrerauto, weil sie ja nicht zu viel Rollwiderstand geben, blau lackierte Bremssättel hier drauf. Und dann ist es interessant, das neue Modell steht jetzt auf der CLA-Plattform, habe ich euch gesagt, und der Radstand ist um etwa 4 cm gewachsen, wovon dann der Innenraum profitiert. Und bis zur B-Säule ist alles gleich wie bei der Limo. Hier ist der Beweis dafür, M-Sport-Paket ist hier drauf, schwarze Elemente nicht nur vorne, sondern auch hier in den Fensterumrandung. Und wir haben beim M-Sport-Paket einen anderen Schweller hier unten. Oben schwarze Dachreling. Was ich noch schön finden wird bei diesem Auto, was hier klassisch sein will, ist, ja, ich hätte hinten abgedunkelte Scheiben mir gewünscht, aber die meisten wollen das gar nicht. Und jetzt kommen wir kurz zum Fahrwerk. Das M-Sport-Fahrwerk ist hier drin. Das bedeutet, wir haben Adaptives, wir können es also auf Komfort und Sport stellen. Das ist sehr, sehr praktisch. Will man nämlich sportlich unterwegs sein, ja, dann stellt man es auf Sport, dann wird es ein bisschen härter. Dieses Auto ist sowieso bretthart, liegt ja jetzt noch mal tiefer als der Vorgänger. Und dann haben wir noch was Tolles drin. Nicht nur gute Bremsen wie bei BMW, sondern wir haben auch ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Wir haben hier ja kein X-Drive, also kein Allrad, sondern einfach Heckantrieb. Und das ist in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht gerade in den Alpen wohnt oder irgendwo, wo es viel Schnee hat, völlig ausreichend. Und jetzt schaut euch mal die Optik an hier hinten. Was auffällt ist, dass wir immer natürlich LED-Leuchten vorne und hinten haben. Die kosten jetzt extra. Ja, dass die Rückleuchte, die L-förmige Hockey-Rückleuchte, sehr stark hier in, naja, in die Seite reinragt. Das ist Schönes aus meiner Sicht. Und dann haben ja Autos immer ein Alleinstellungsmerkmal. Und der hier hat eben genau hier eine elektrische Heckklappe zum einen erstmal. 500 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen. Sehr einfach für mich zu merken. Und dann können wir im Verhältnis 40, 20, 40 sehr einfach hier über diese Griffe die Rückbank umklappen. Haben hier nochmal ein eigenes kleines Fach. Hier ist nochmal eins. Sehr, sehr praktisch. Da können wir immer Dinge vor der Freundin verstecken oder vor der Mama oder Schwiegermutter, was auch immer. Hier noch einen kleinen Schutz. Übrigens, die Ladekante ist auch sehr, sehr niedrig. Wir können hier sehr leicht einen Bierkasten reinstellen. Schön auch eben durchdacht hier mit diesem System. Da muss man nicht immer an die Rückbank gehen. Aber was ich noch viel praktischer finde und wenn man dann wirklich zum Alleinstellungsmerkmal vom Auto kommt, ist, wir können genau wie beim X5 zum Beispiel hier die Klappe aufmachen und können dann hier kleinere Dinge einfach reinschmeißen, basketballmäßig. Das ist schön, dass es das gibt, dass man das Fenster da oben von alleine, also beziehungsweise einzeln aufmachen kann. Hier unten haben wir dann natürlich auch ein bisschen eine neue Optik und wir haben hier zwei Endrohre auf jeder Seite, Rückfahrkamera in der Mitte. Ja, und das ist es dann mit der Optik. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht langweilig, nicht besonders spektakulär, aber es ist auch klassisch. Nicht zu sehr auffallend und trotzdem ist es ein BMW und ich denke, genau das macht die Münchner in der Optik auf, da aus. Dabei sollte man bleiben, aber was wir jetzt natürlich mal machen ist, ja, wir werden auf die Rückbank springen. Vorher muss ich sie vielleicht halt auch noch hochklappen. Sprechen wir bei unserem Dreier über die Rückbank und die ist für mich genauso wichtig wie der Kofferraum, denn großer Kofferraum ist ein Grund, dieses Auto zu kaufen und Platz auf der Rückbank. Wenn ich noch hier außen stehe, schönes, unter dem Rückspiegel hier ist so eine Leuchte, die nicht nur einen Punkt auf dem Boden macht, sondern ja, so wie Fäden nach hinten zieht sich das sehr, sehr schön, sehr gelungen.
Ja, und jetzt mache ich hier mal auf. Erstmal die Tür schwingt weit auf. Ich bin 1,88 Meter groß. Setz mich hier jetzt rein. Und das ist der Beweis dafür, es muss nicht immer ein SUV sein. Denn ich habe Platz für die Knie. Ich bekomme fast eine Faust zwischen meinem großen Kopf und der Decke. Und dann sieht man hier drin, dass man die Rückbank leider nicht verstellen kann in der Länge. Aber wir haben zwei USB-C-Stecker hier hinten drin. Es ist alles wahnsinnig solide verarbeitet, alles schwarz. Hier weiches Leder in der Mitte. Wir haben hier auch eine Armauflage mit einem Cupholder, was sehr, sehr praktisch ist. Und dieses Auto eignet sich ja mit der umklappbaren Rückbank auch sehr gut zum Skifahren. Alles wertig verarbeitet, Harman-Kardon-Anlage. Ablagefläche hier hinten drin, eine wunderschöne Ambientebeleuchtung, hier einen kleinen Fleck, keine Ahnung, wo der herkommt, hier oben eine Leuchte. Aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist, wenn wir schon nach vorne lugen, einfach auch mal nach vorne sitzen und ich zeige euch, was es da zu sehen gibt. Sprechen wir über den Innenraum. Und ich sehe euch nicht so richtig, weil die Sonne mich blendet, aber es tut überhaupt nichts zur Sache. Ich will es gar nicht zu lang machen, denn der Innenraum wurde von uns schon bei der 3er Limo richtig gut erklärt. Was macht BMW aus? Erstmal tolle Materialien, bequeme Sitze, guter Seitenhalt hier drin. Ja, und es ist auch schick hier mit diesem Element hier, mit dem, ja, mit dieser Chrom- oder Silberoptik, alles sehr horizontal, vertikal angeordnet. Zwei Cupholder haben wir hier, eine Armauflage hier. Hier unten ist eine induktive Ladefläche fürs Handy. Wenn wir die nicht sehen wollen, klappen wir das hier auf und dann ist es einfach schön. Der Gangwahlhebel von der 8-Gang-Automatik von ZF liegt gut in der Hand. In den Türen haben wir Platz. Wir haben hier Platz. Wir haben hier vorne einen USB-Stecker, eine 12-Volt-Steckdose und wir kommen mit sehr wenigen Knöpfen raus, was hauptsächlich am Operating System 7.0 hier liegt. Ja, und dann, was macht dieses Auto natürlich aus? Inzwischen Head-Up-Display da vorne und wir haben hier das digitale Cockpit, was inzwischen bei BMW bei fast jedem Auto zu haben ist. Das ist schön, wir haben auf der linken Seite die km/h, rechts die Drehzahl und können dann hier die Assistenten steuern und auf der rechten Seite können wir uns dann hier Bordcomputer anzeigen lassen, können uns dann ein Gehkraftmesser anzeigen lassen oder die Musik, Medien, den Fahrmodus, der hier drin ist, den Verbrauch, ja eben alles, was man so wissen will auf die Schnelle. Und dann sprechen wir kurz übers Lenkrad. Das ist sehr fleischig, liegt bei BMW gewohnt, fest in der Hand, hat hier eine Lenkradheizung, hier eben diesen Modusschalter, hier den Abstandsregeltempomat mit Spurhalteerkennung. Dann haben wir hier ja den An-Aus-Abstandsregeltempomat, Schaltpedal hier in der Hand, sehr gut. Alles zum Telefon, lauter leiser auf der rechten Seite, easy. Und dann haben wir hier dieses System, was Touch ist auch, aber wir können es auch hier mit diesem iDrive-Schalter steuern. Und dann haben wir hier ja so einen Home-Bildschirm, der hat jetzt hier drei Ebenen, den wir uns selbst konfigurieren können mit den wichtigsten Daten drauf. Wir haben hier auch eine Gestensteuerung. Ja, da hat es mal geklappt, wo ich lauter leiser machen kann hier mit den Händen. Ich kann noch andere Gesten machen bei diesem System. Okay, aber bevor ich es vergesse, wir können auch mit diesem System sprechen. Das versteht uns unsere Gefühle. Und dann sage ich, hey BMW. Hallo, womit kann ich behilflich sein? Mir ist kalt. Oh, ich erhöhe die Temperatur und aktiviere deine Sitzheizung. Gleich wird es wärmer. Es funktioniert. Mach die Sitzheizung an, die Temperatur wird höher. Aber am sinnvollsten finde ich es während der Fahrt den iDrive-Schalter zu benutzen. Da haben wir dann auch eine Short-Wahllist mit Home zum Beispiel, das ist hier. Wir können dann auf der linken Seite aber auch die Medien uns anzeigen lassen. Wir haben hier die Online-Anbindung mit E-Mail, Telefon, BMW Assistance, Nachrichten. Ihr kennt das alle, das Navi hier mit einer riesigen Karte drauf. Dann können wir uns alles zum Auto anzeigen lassen. Fahrzeug, Status hier zum Beispiel, das Ganze.
ganz interessant. Caring Cars, auch ganz lustig. Vitalize, Relax, Fahrerprofile haben wir hier drin. Ja, und wir haben eigene Apps. Wir haben auch eine ambiente Beleuchtung hier drin mit was weiß ich wie vielen Lichtern. Wir haben E-Mail, News, Landesinfo, BMW Assistant, ParkNow, Rettungsgasse und was auch immer. Was will ich sagen? Tolles System. Was ich aber auch sehr schön finde, ist die Rückfahrkamera, wenn man hier guckt. Da hinten die Kameras auf der Seite, wie man die ansteuern kann, zur Seite hin, nach hinten, nach vorne. Das ist schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja, und dann haben wir Fahrmodi hier drin. Hier drin zum Beispiel, dann müssen wir zurück, haben wir den Fahrmodus Sport, Komfort, Eco Pro und Adaptive. Und wenn man dann hier mal konfiguriert, dann sieht man zumindest im Sportmodus individual konfigurieren. Dämpfung. Wir haben die adaptiven Dämpfer hier drin, das M-Sport-Fahrwerk. Hier ist alles für die Steuerung der Klima und hier haben wir dann die Assistenten individual konfigurieren. Spur sehen wir, was wir haben. Frontkollisionswarnung, Seitenkollisionswarnung, Spurverlassenswarnung mit Lenkeingriff oder ohne Spurwechselwarnung und Vorfahrtswarnung. Also hier ist so fast alles drin, was es bei BMW gibt. Und jetzt fasse ich mal zusammen. Das ist ein sehr fahrerorientierter Innenraum. Ich sitze gut, ich sitze nicht hoch, ich sitze nah am Boden. Der ist modern, der ist konnektiv mit Apple CarPlay, Android Auto hier drauf, auch over the air, wireless kann ich mir dann die Nutzeroberfläche vom Handy hier drauf projizieren lassen, digitales Cockpit, ja eben modern, konnektiv, gut verarbeitet, solide, was will man mehr in einem Auto, was wir mehr wollen, ist jetzt rausspringen und uns mit dem Motor beschäftigen. Sprechen wir über die Antriebe in unserem Dreier und da ist es einfach, denn es gibt 6 Antriebe, 5 davon sind schon aus der Limousine bekannt. Ja, und das ist mit einer Leistungsspanne von 150 bis 374 PS verbunden. Das sind 4- und 6-Zylinder-Motoren, soweit so einfach. Ja, und dann gibt es 3 Benziner. Das ist zum einen der 320i, der 330i und der 340i, der neueste ist. Und bei den Dieseln haben wir den 318D, den 320D und den 330D. Ja, die ganz genauen PS-Zahlen, Werte, könnt ihr in meiner Beschreibung lesen. Ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis. Kotzt mich auch mal an, dass ich nicht Rayman bin, aber ich finde es schon gar nicht so schlecht, was ich mir alles merken kann. Ja, dann soll auch im nächsten Jahr wohl noch eine Plug-in-Hybrid-Variante kommen für dieses Auto. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die hat dann wohl eine rein elektrische Reichweite von 60 Kilometer, was ich spannend finde. Aber jetzt ist es ja hier ein Testwagen. Ja, und ich habe hier den Twin Power Turbo, so heißt der, mit seinen 258 PS. Und ich mag den Motor, weil ich finde, der ist, was Preis-Leistung angeht, ja, ein ganz guter Kompromiss hier drin. Wir haben 4 Zylinder, das sieht man da drauf. Dieses Auto wird 250 km/h schnell, beschleunigt in 5,9 Sekunden mit dem Heckantrieb auf Tempo 100. Mit xDrive Allradantrieb ist es 0,1 Sekunden schneller. Der Verbrauch ist von 6,0 bis 6,4 Liter, je nachdem, ob wir xDrive haben oder nicht angegeben. Wir haben 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja, und das ist dann für mich ein sehr gutes Paket. Ein Vielfahrer, der würde wahrscheinlich zum Diesel greifen, wobei Diesel in Deutschland ja gerade nicht mehr so opportun sind, was ich sehr schade finde, weil ich sie immer noch sehr ökologisch finde. Aber die Leute haben ein bisschen Angst davor. Und deshalb stelle ich euch jetzt halt auch den Benziner in diesem Vielfahrerauto vor. Was kann man dann noch sagen? Nur in den beiden kleinen Dieselantrieben haben wir noch eine Handschaltung. Ansonsten ist dieses Auto ja mit der 8-Gang Automatik von ZF verbunden. Die ist sehr bewährt und wir bekommen 5 der 6 Motoren mit Allradantrieb und da stellen die Münchner ja schon einiges auf die Räder, in dem Fall hier 18 Zoll. Aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist ja reingehen in unseren Dreier und schauen, was er so mit dem Heck macht, wie er auf der Straße liegt, fahren eben mit. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Und hier ist er, der Dreierschlüssel. Hier seht ihr auch schön die M-Farben drauf. So sieht er aus. Ja, und ich finde, es muss nicht immer ein SUV sein. Ich habe euch gesagt, BMW steht für Sportlichkeit. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was hier geht. Ne? Wir haben 258 PS, 4 Zylinder zwar nur, aber 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und wenn wir jetzt hier im Leerlauf ein bisschen Gas gibt, dann hört man schon.
Der klingt jetzt nicht übertrieben à la Ferrari, aber der klingt schon ganz gut nach Benziner und irgendwie überhaupt nicht nach Vierzylinder. Und ich bin jetzt echt eine ganze Weile SUV gefahren und da fühlt sich's richtig gut an, wieder näher am Boden zu sitzen. Und dieses Auto ist dynamisch. Das Lenkrad liegt schweinegut in der Hand, sehr fleischig, sehr griffig. Und dieses ganze Auto hier drin ist griffig, klebt auf dem Boden. Und das, obwohl es Heckantrieb hat. Und wenn wir dann mal ein bisschen schneller in die Kurve fahren, dann können wir auch schön mit dem Heck wirbeln. Wir können das Heck leicht kommen lassen. Die Sicherungssysteme fangen es dann wieder gut ein. Und aus dem Grund bin ich Fan von diesem Auto. Ich habe jetzt hier den Fahrmodusschalter in Sport gestellt. Was passiert? Die Kennlinie der Lenkung wird direkter, die Gasannahme wird direkter, die Schaltzeiten verändern sich richtig sportlich und wir haben hier das adaptive M-Fahrwerk. Das bedeutet auch, die Dämpfer werden sportlicher. Und wo wir es von SUVs gewohnt sind, dass dieses Auto in den Kurven natürlich gewichts- und karosseriebedingt ein bisschen wankt, ist es hier halt ganz anders. Wir haben gefühlt ein Brett auf dem Boden und dann ist oft die Frage, ja Mensch, fährt sich dieses Auto denn jetzt anders als die Limo? Schlechter? Besser? Und ich kann euch sagen, es fährt sich fast gleich und das, obwohl wir hinten diesen höheren Aufbau drauf haben. Und das finde ich dann schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und dann ist die Frage, brauche ich Allrad? Das habe ich euch gesagt. Na, Allrad braucht er, wenn er irgendwo in den Alpen wohnt oder extrem sportlich dynamische Fahrer seid oder es eben eurem Fahrkomfort einfach entgegenkommt. Ansonsten aus meiner Sicht nicht. Ja, und dann ist die Frage, brauche ich die 8-Gang-Automatik von ZF hier drin? Auf jeden Fall, würde ich sagen, denn ja, für so ein Vielfahrerauto will man einfach nicht mehr selbst schalten. Das macht man aus meiner Sicht nicht mehr. Und was jetzt einfach schön ist, wenn ich auf Komfort schalte, dann spüre ich einfach einen Unterschied. Es ist hier drin weicher gedämmt, es ist leiser, die Federung ist weicher und dann kann ich mit den ganzen Assistenzsystemen, vor allem wenn ich betrachte hier den Totenwinkelwarner, die Schildererkennung, Abstandsregeltest, Tempomat mit Spurhalteassistent, autonome Level 2 unterwegs sein. Und das ist hier drin dann was, was halt sehr viel Spaß macht. Denn ich bin auf der Autobahn, kann die Hände auch mal länger weg vom Lenkrad machen. Ich werde in der Stadt gewarnt, bevor ich woanders drauf fahre. Und das ist dann wirklich gut, sehr modernes Auto. Das ist jetzt ein Mittelklasse-Kombi und der hat so viel Technik drin, ja, wie früher halt eben die ganzen Luxusschiffe von den Premium-Herstellern schon beeindruckt. Aber okay, wenn man dann sieht, dass in einem Golf inzwischen auch schon richtig viel Technik drin ist, ist es wiederum weniger beeindruckend. Aber trotzdem, bei diesem Auto passt einfach sehr vieles, denn es kann komfortabel sein, trotzdem dynamisch. Es muss nicht immer ein SUV sein. Ja, und deshalb bin ich Fan von diesem Auto, auch weil die Ausmaße stimmen und ich hier nicht unbedingt jeden Wanderer umfahre. Aber was ich jetzt natürlich machen werde, ist ja dann zurückfahren zu unserem Platz da in den Reben und werde euch ein Fazit zaubern, Freunde. Kommen wir zu meinem Fazit von meinen 2 Wochen mit dem Dreier. Was ist das Fazit von meinem Dreier? BMW. Ja, ich muss euch sagen, ich bin angetan dem Auto, denn ich bin mehr oder weniger in einem Dreier aufgewachsen. Ich bin genauso viel Dreier gefahren wie in einem Golf. Viele meiner Freunde hatten dieses oder haben dieses Auto und natürlich bin ich angetan davon. Da hängt irgendwie mein Herz dran. Aber warum eigentlich? Ich habe es euch gesagt, die Optik, die ist klassisch, gleichzeitig sportlich und irgendwie zeitlos. Das bekommt für mich kaum andere Hersteller hin. Vor allem ganz weit weg davon ist Mercedes aus meiner Sicht. Ja, und dann ist dieses Auto natürlich größer geworden auf einer neuen Plattform, ist schöner geworden aus meiner Sicht, hat seine dezente Sportlichkeit behalten. Im Innenraum haben wir mehr Platz, wir haben moderneres Infotainment, das kann jetzt mehr als mithalten, vor allem beim Punkto Konnektivität mit den anderen Premium-Wettbewerbern. Und dann wird immer für mich so die Frage gestellt, Mensch Jan, was macht BMW zum Beispiel aus? Und dann sage ich immer das Gleiche, ich sage eben klassische Optik und... Ja, Fahrdynamik, wirklich, Sportlichkeit beim Fahren. Ein BMW, fast alle Modelle fahren sportlicher als die Wettbewerber. Wie man auch immer das in München hinkriegt,
Das ist groß aus meiner Sicht. Und dann bin ich auch angetan von diesem Auto, weil ich sage, es muss nicht immer ein SUV sein. Ihr könnt auch flach sitzen. Dieses Auto hat nämlich tolle Verbrauchswerte. Man kann BMW schnell fahren. Sie brauchen nicht exorbitant mehr. Und das macht auch die Münchner aus meiner Sicht. Ja, und in Kombination mit diesem Auto, was einem wirklich genug Platz im Kofferraum auf der Rückbank vorne bietet, ja, alles eigentlich, was man von so einem Auto wollen kann, ist das ein tolles Package, ein tolles Gesamtpaket. Aber ja, das Wettbewerbsumfeld ist mit Audi A4 oder eben der Mercedes C-Klasse unfassbar stark umkämpft. Deswegen haben wir hier zum Beispiel auch 6 Motoren zur Wahl. Das muss man dann anbieten. Ich finde es schade, weil so ein Auto gehört für mich ein Diesel, aber die Leute nehmen jetzt, glaube ich, wahrscheinlich hauptsächlich Benziner. Ich bin auf den Plug-in-Hybriden gespannt. Den durfte ich leider noch nicht fahren. Ja, eben. Aber was kostet dieses Auto? Habe ich geguckt. 39.400 Euro, denk für so einen Dreier, ich muss immer lachen, wenn ich Dreier sage, ist das eigentlich nicht viel Geld, ne? Das klingt sehr vernünftig, aber. Dafür bekommt man 318D, das ist der kleine Dieselmotor, der hat dann auch noch eine Handschaltung und eben nur Heckantrieb, wobei es ja schön ist, dass dieses Auto heckgetrieben ist. Aber wenn man jetzt mal schaut, hier der 330i, den ich ja genommen habe als Testwagen, weil ich eben finde, dass es ein guter Kompromiss aus, ja, Kosten und Nutzen ist, also Preis und Leistung, da ist man schon bei 46.050 Euro. Der ist jetzt heckgetrieben. Will man den Allradantrieb, dann kommen 2.500 Euro mehr dazu. Denkt man, das ist doch auch noch okay. Und dann ist immer mein Job, ich gucke auf die Liste in dem Testwagen, was kostet der? Und dann lese ich 70.000 Euro und denke, 70.000 Euro für einen Dreier kann ich mir jetzt schon kein Dreier mehr leisten. Woran liegt denn das? Was ist da drin? Wir haben das M-Sport-Paket außen, wir haben das Laserlicht außen, wir haben das große Infotainment drin, wir haben die Assistenten da drin, wir haben die Sonderlackierung drin und so kommt man dann auf über 70.000 Euro und das ist zu viel. Aber es geht BMW bei den Autos ja auch immer ein bisschen darum, euch zu zeigen, was theoretisch alles möglich wäre. Und das ist bei diesem Auto, das man ja mit Hey BMW ansprechen kann, ähnlich wie Kid Knight Rider, oder ihr wisst, was ich meine, andersrum. Ja, echt schon eine ganze Menge. Ja, ich hoffe, das Review über meinen Dreier hat euch ein bisschen Spaß gemacht, war informativ. Lasst mir gerne Kommentare da. Wenn jetzt einer irgendwas mit einem Dreier kommentiert oder so, werde ich nicht antworten. Ja, ihr findet uns von www.derautotester.de, natürlich auf www.derautotester.de. Ich bin nicht alleine, wir sind ein Team. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, abonniert uns, das ist ein bisschen mein Lohn, würde mich tierisch freuen. Ja, ich bin übrigens der Jan und bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und ja, bis hoffentlich bald, Freunde.